So, dann kommen wir jetzt auch zu den Veränderungen für heute. Für alle etwas später eingetroffenen Besucher natürlich erstmal Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind bei unserem dritten Meetingstag, beim vorletzten Meetingstag des in der Form etwas veränderten Frühjahrsmeetings hier in Baden auf der Golfrennbahn Iffelsheim. Ja, wir haben eine ganze Menge Reiteränderungen und auch Nichtstarter. In erster Linie betrifft es die Ritterin Sabrina Wansch, die sich ja leider verletzt hat. Kommen wir erstmal zu den Nichtstartern. Da gleich jetzt hier eben ersten Rennen Nummer 10, Fanal El Samadi, Nichtstarter. Drittes Rennen dann Runde Nummer 5, Initiator, Runde Nummer 13, Tita. Und im fünften Rennen, da ist Nummer 6, Russian Song, also heute Morgen als Nichtstarter gemeldet worden. Zu den Reiteränderungen, da beim dritten Rennen, die Nummer 4, Serapur, wird geritten von Adrien de Vries. Das vierte Rennen, Nummer 13, Air Dream, mit Fabian Weißmeier. Im fünften Rennen Nummer 2 Andolini mit Eddie Pedrosa, der repetiert also den ersten Stallruf. Das sechste Rennen Nummer 8 Arndesser mit Alexander Pietsch. Und dann haben wir noch im achten Rennen Nummer 6 Urgestein mit Steffi Hofer im Sattel. Und im neunten Rennen die 15 Darren Dane mit Benjamin Blöß im Sattel. Und die Gewichtsveränderungen, die werden dann immer zu den jeweiligen Rennen kurz vorher sagen. Ja, damit also zum ersten Rennen. Da haben wir noch ein paar weitere Veränderungen. Zum einen mal die Nummer 13 Senna OA. Da ist also das richtige Gewicht 58 Kilo. Also Senna OA, da das richtige Gewicht 58 Kilo. Den Lichtstart haben sie schon vernommen. Nummer 10 Fanal El Samadi nicht dabei. Und wir haben zwei Besitzeränderungen. Wir hatten ja gestern hier in Iffelsheim das erste Mal eine Auktion für arabische Vollblüter, die auch sehr, sehr gut angekommen ist und viel Zuspruch gefunden hat. Und glücklicherweise haben da sogar zwei Pferde, die heute schon laufen, einen neuen Besitzer gefunden. Das ist jeweils Kim Augenbrüll. Und zwar zum einen Nummer 12 Peppy Nettercare und Nummer 14 Nahmeer. Diese beiden also jetzt für Kim Augenbrüll. Und die Farben haben sich auch verändert. Nummer 12 in den Farben hellblau, zwei dunkelblaue Streifen und dunkelblaue Kappe. Nummer 14 Nahmeer, hier die Farben silbergrau, zwei blaue Streifen und eine silbergraue Kappe. Das war also erstmal, was die Veränderungen für heute und besonders das erste Rennen angeht. Und die Pferde sind jetzt schon führig. An meinen Kollegen, an Daniel Delius, der sich heute Tag über mit den Experten-Tipps versorgt. Thank you.
Willkommen auch auf dem Führing, meine Damen und Herren, zum dritten Tag des Frühjahrsmeetings hier in Hüppetheim. Mit einem hochinteressanten tollen Programm, zwei aufschlussreiche Rennen für Dreijährige. Wir haben die Wettchance des Tages, Viererwetten, gibt reichlich Geld zu verdienen. Beginnen tun wir mit einem Rennen für Volk und Araber über 1600 Meter. Das ist ja immer so ein bisschen Stochern im Nebel, solche Rennen. Ich habe mal die Ratings vom Handicap vergeben lassen und das Pferd mit dem höchsten Rating, mit 91, ist die Nummer 1, Terras El Samadi mit Fabian Weißmeier. Ein Rating von 91, mittlerer Rating 80er Bereich, haben die 2, die 3 und die 13. Die 13 ist der Favorit des Feldes, 26 für 10 auf der Tafel am Monitor und das hat natürlich einen guten Grund, denn dieses Pferd hat in Belgien ein ähnliches Rennen gewonnen. Hat dort das halbe heutige Pferd hinter sich gelassen, mit 6 Pferden, die dahinter waren, die heute auf dem Start sind. Und das ist natürlich schon eine feste Form. Und mein Trainer, Jan Kunden, der versteht es auch, wollten einfach aber siegreich herauszubringen. Also die Nummer 13, Senna Moa, der nicht unlogische Favorit in diesem Rennen, allerdings das Rennen lieber hat mehr als auch sagt. Heute kann natürlich auch schon eine ganz andere Musik spielen. Ein Mann, der in solchen Rennen immer brandgefährlich ist, Adrien de Vries. Der wollte die Araber den ganzen Winter überreiten in Katar. Und er ist mit der Nummer 7 unterwegs, Lili An. Das ist auch ein Pferd, was er im hat. Das ist bei 80 liegt. Und das ist sicherlich ein gefährliches Pferd. Das ist natürlich auch gewendet. Steht bei 32 für 10. Das war Tipp für das erste Rennen des heutigen Tages. Viele Gäste hier aus den Niederlanden, Belgien, ganz klar. Ich hoffe, wir wissen bereits auf das erste Rennen. Und Rennfest.com, die Kette im Internet wird Ihnen alles verraten.